Hallo ihr Lieben, heute nehmen wir euch nochmal mit in diesen Umsonstladen. Das hat das letzte Mal nicht so richtig geklappt. Und jetzt machen wir gerade nochmal Halt hier in der Stadt, weil ich den Patrick nochmal in den Bücherladen geschickt habe. Da musste mir noch ein Buch abholen. Der kommt jetzt hier angesaust. Das kann man aber bei unserem beschlafenen Schein gar nicht sehen. Ja, und wir machen gerade eine Frühstückspause im Auto. Und hier ist auch eine Schlittschuhbahn. Hier müssen wir auch unbedingt mal auf die Schlittschuhbahn gehen. Die hat auch morgen noch auf, ja. Mama. Willst du nochmal pullern, kleine Mann? Wir haben uns geeinigt, ja? Ja, na cool. Ich denke, es könnte auch ein Kerzenständer sein, ne? Eine Vase. Guck mal hier und hier. Eine Vase. Super, ja. Piep, 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 piep. Ach, hier ist noch ein Schön, ja. Schön. Guck mal, die Ohren. Darf ich schon mal zum Klamottenschein? Ich will doch. Ich will ein bisschen hier anhängen. Es kommt keiner mehr durch. Oh. Ja. Das ist doch auf Netto. Das. Oh, Entschuldigung. Bitte, bitte. Das ist geschehen. Ja. Danke. Eigentlich wollte ich mich nochmal dort vor die Tür stellen und ein paar Worte erzählen von diesem Umsonstladen, aber irgendwie hat es dann nicht geklappt und abends hatte ich dann keine Lust mehr, mich zu Hause hinzusetzen und den Film zu machen, weil ich totale Zungenbehinderung hatte. Wegen meiner Zahnspange. Die wieder neu eingestellt ist. Kasimir, bleibst du bitte? Oder reiß, du kannst gehen, aber reiß bitte nicht meine Hose kaputt. Also. Unser blauer Pudel. Unser Pudel? Hm. Weil der sich so eine Pudelfrisur macht, so eine nackige. Hm. Unser Kasimir, der leckt sich im Januar immer total kahl, wahrscheinlich, weil dann eigentlich ist jetzt schon Februar, also er fängt im Januar an, spätestens sich so kahl zu lecken. Die Arzt konnte da auch keine Erkrankung feststellen, sondern wahrscheinlich ist es zu wenig Auslauf, weil der Schnee so hoch liegt und da kommt keine Katze mehr durch den Schnee im Garten durch. Ja, jetzt zu diesem Umsonstladen. Ich konnte gestern nichts mehr dazu erzählen.
weil mir alles wehtat im Mund und ich dann auch abends nicht mehr mit meinen Kindern sprechen konnte. Das ist alles manchmal sehr blöd. So, wir sind in unseren Laden gefahren, weil wir noch einiges abgeben wollten. Wir geben ja nach und nach jetzt eigentlich fast alles umsonst ab. Außer ihr habt so ganz große Möbel, die hier in unsere Wohnung bleiben können. Und wenn man dann ankommt, stehen auch schon jeden Samstag zum Beispiel Flüchtlinge vor der Tür. Die gucken dann, also man braucht gar nicht erst reingehen, meistens kann man schon vor der Tür seine Sachen abgeben und das wird alles durchgeguckt von denen. Und ja, die packen auch schon ganz viel ein. Und was dann nicht gefällt, geben dann die Flüchtlinge ab. So war das beim letzten Mal auch wieder. Und ja, er konnte es ein bisschen verwackelt sehen dort, die Räumlichkeiten. Das eine hatte ich ja schon im letzten Video gezeigt, wo die Kinderklamotten hängen. Und ja, ich kaufe gar nicht gerne mehr ein, was ich früher so als junger Erwachsener gerne gemacht habe, so shoppen gegangen, was... Weiß ich, finde ich irgendwie inzwischen total albern, mich da in diese Chemie-Klamotten, die so nach Chemie stinken. Das ekelt mich inzwischen und so. Und dann mag ich auch gar nicht mehr gerne Klamotten anziehen, die von Kinderhänden aus China, Bangladesch oder sonst wo herkamen. Und als ich mir letztens im Sommer da doch irgendwas mal hier gekauft habe, NKD oder was war das irgendwie so? Hm. Naja, so ein kleiner Dingsbums-Klamottenladen. Das sah zwar gut aus, aber das Kleid hat ewig lange abgefärbt. Also sowas will ich da nicht tragen und deshalb habe ich auch dort in diesem Umsonstladen geguckt, ob es ein paar unbekleckerte Pullover gibt für mich. Und habe tatsächlich tolle schwarze Teile gefunden, die also unempfindlich sind, was Kinderdreck und kleine Kindermatschhände betrifft. Ja, und es hat auch überhaupt nicht eklig gerochen nach Kleiderkammer und hat mich gar nicht so, wie man eben erst vielleicht so in seinem Kopf hat, ne? So, oh, da gehen hier nur die Assis hin oder so. ja, also ich habe noch ein paar Pullis dann mitgenommen. Unsere vielen Kisten haben wir dort losbekommen. Und unsere Mädchen, die haben sich noch kleine Kinderbücher mitgenommen, die wir jetzt auch schon wieder alle durchgelesen haben. Ja, und dann hatten wir noch eine schöne Heimfahrt. Und es war auch ganz gut, dass wir gestern gegangen sind, denn heute ist wieder total viel Schnee. Das kann ich vielleicht noch zeigen. Ich kriege von einem großen Arm. Ich glaube, den hat man gar nicht gesehen. Selbst eine Nachbarn hier. Die sind noch getraut, macht das ein bisschen Spiegelflug von unten. Ne? Ja, und der Schneepflug, der hat auch wirklich bis Nachmittag gebraucht, bis er heute durch war. Und jetzt ist alles ganz leise. Aber total kalt. Und wir machen jetzt schnell wieder zu. Und wir können dann diesen hübschen Schnee mal betrachten. Ne? Den kennt ihr vielleicht auch schon aus einem anderen Video. Ja, und in den nächsten Tagen bekommen wir Besucher aus Portugal oder zumindest von Freunden aus Portugal und mal gucken, ob es da auch ein kleines Feedback gibt oder ein kleines Video dann mal in den nächsten Tagen oder Wochen. Ja, bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und sage bis bald. Tschüss.